Bei Stürmen in weiten Teilen Frankreichs ist am Samstag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Im Nordwesten des Landes, wie hier in Rennes, hagelte es zeitweise kräftig. In einigen südlichen Departements richteten Hagelkörner, die größer als Golfbälle waren, Schäden an Weinbergen an. Besucher des Wheel of Green Festivals in Paris mussten sich wegen des Unwetters in Sicherheit bringen. Die Konzerte wurden abgesagt. Im Departement Loire-et-Cher, im Zentrum des Landes, mussten rund 30.000 Pfadfinder, die sich dort zum Pfingstzelten versammelt hatten, in aller Eile in Sicherheit gebracht werden. 10.000 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren seien im örtlichen Schloss untergekommen, sagte ein Pfadfindersprecher. Der Wetterdienst sagte für Frankreich weitere Stürme voraus, die vom Südwesten nordwärts und ostwärts durch das Land ziehen.